Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Kartencast mit mir, Edwigmann. Beim letzten Mal war ich ganz schön angepisst. Mehr dazu erzähle ich euch nachher. Heute begrüßen wir mal das nächste Kartenchaos. Valeras Zauberklau. Valera hat Zauber aller Klassen gestohlen und euer Deck damit gespickt. Jeder dieser Zauber ruft beim Ausspielen einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Geil, bin dabei. Folgendes. Das Kartenchaos letztes Mal war diese Super Challenge, wo du entweder 10 Euro oder 1000 Münzen für ausgibst. Und ganz ehrlich, ich habe mich danach noch bestimmt eine halbe Woche lang drüber aufgeregt. Selbst bei Leuten, die damit gar nichts zu tun haben. Mein Problem ist, dass als das Hearthstone Kartenchaos rauskam, sozusagen versprochen wurde, dass neue, interessante Themen an der Tagesordnung sind. Und was war? Es war im Prinzip eine Arena mit selbst erstellten Decks. Ich bin nun wirklich scheiße darin, Decks zu machen. Also, ne, ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich bin halt einfach total unzufrieden gewesen mit letztem Mal. Und muss ganz ehrlich gestehen, dass ich diese 1000 Goldmünzen besser hätte nicht ausgeben sollen. Und hätte lieber was ganz anderes hochgeladen, weil das war wirklich nichts, ne? Also beim besten Willen. Aber naja, es ist nun mal so gelaufen. Und da lässt sich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Jetzt haben wir ein neues Kartenchaos und ich bin ehrlich gesagt aufgeregt. Naja, ich habe Verwandlung Eber. Das macht das wieder irgendwie wett. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil endlich nochmal ein ordentliches Kartenchaos an der Tagesordnung steht. Und hey! Ein Free Damage. Booyakasha! Ganz eindeutig. Scheiße. Na, Lamo-Bot. Es hätte nicht schlimmer kommen können. Aber hey, wir haben dafür unseren Eber. Und der ist nun mal gut. Der Lamo-Bot ist Bullshit. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. So, wenn euer Dien einer eurer Diener angegriffen wird, ruft ihr, wird an dieser Stelle. Cool. Wie viel Leben wird hergestellt? 4 Leben. Stark. Einem Diener Schaden zu beschwört bei pro zugefügtem Schadenspunkt ein Wichtel. Stopp. Wir machen das. Jupp. So, ich überlege mir, ob ich die Wichtel-Explosion nicht einfach auf dem Alamo-Board mache. Dann haben wir das hinter uns. Was haben wir hier? Überlade, Mann. Der ist okay, sage ich mal. 3-2 ist jetzt nicht verkehrt. Ärgerlich. Naja, was soll's, ne? So, und da geht ein Angriff drauf. 2 bis 4. Dann mach mal lieber die Flammenlanze auf den heiligen Champion. Denke ich mir. Und dann können wir auch im nächsten Zug ruhig die Wischle-Explosion machen. Was haben wir hier? Prinzessin Huhuran. Hat Kampfschrei löst den todesröschen Effekt eines befreundeten Dieners aus. Da wir den Kampfschrei nicht benutzen konnten, haben wir einfach einen 6-5 auf dem Feld. Gar nicht mal so verkehrt. Auch geil. Dann hätten die alle 4 Todesröscheln. Lasst die
Hunde los. Lass die Hunde los. Ach, natürlich hinrichten. Ist natürlich doof. Das ist natürlich. Das wäre auch so schön gewesen. In euer Deck. Nee, von denen möchte ich jetzt nicht unbedingt einen haben. Das kann man super in Kombination spielen. Also mache ich den hier. Und den hier. Ich habe keine Waffe. Legt einen zufälligen Diener aus der Hand jedes Spielers auf das Schlachtfeld. Das macht keinen Sinn. God damn it. Hätte ich welche auf der Hand, dann sage ich euch, Kids. God fucking damn it. Beide tot. Also wie gesagt, Zug 8 könnte man Wichtel-Explosion Seele des Waldes machen. Leider erst Zug 8. Das ist das Ärgerliche an der Sache. Geladen und entsichert. Wie viel Schaden macht der nächste Runde? 2, 6, 12. Nochmal das für den Anfang. Und das. Hauptsache ein Monster-Level. Oh, ist das dein Ernst? Wieso dann nee? Das ist das Schlechteste, was uns hätte passieren können. Ah, das Schlechteste. Weil wir den Kampfschreier gar nicht verwenden konnten. Ansonsten ist die Karte der Hammer. Ich liebe die abgrundtief, aber das hat gerade keinen Sinn gemacht. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Naja, es ist kein tödlicher Schaden, den wir erleiden. Okay, jetzt können wir zuerst die Wichtel-Explosion, gefolgt von Seele des Waldes machen. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das macht. Todesröscheln erhaltet ein zufälliges Wildtier auf die Hand. Cool, das ist natürlich auch eine Taktik. Ich gehe auf ihn. 3. Yeah. Das ist irgendwie komisch. So, dann machen wir noch das. Fügt dem Feind denn jedes Mal 2 Schaden zu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. So, das ist ganz geil eigentlich fürs Erste. Ich greife an ihn. Hier. Hauptsache nochmal Schaden gemacht. Wir können nachher noch verseuchen, theoretisch. Weil wir haben ja noch Platz auf dem Feld. Das ist geil. Es läuft. Ach, euer Ernst. 10, 15. Scheiße. Jo, dann ist es halt so, ne? Es ist natürlich jetzt tricky. It's tricky. Tricky, 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 tricky. So. Wir machen das. Bring deinen Dämon zum Schweigen. Dann machen wir zuallererst
Wir müssen ein paar Leute loswerden hier. So, er noch nicht mal so sehr, aber hier dich. Dich. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich noch. Das läuft. Vielleicht. So. Ja, wenn er nur. Ja, ne, wir haben verloren. Scheiße. Ah, Mann. Ärgerlich. Ärgerlich. Es hätte so schön sein können. Boah. Ah, Mensch. Ja, hat das von Anfang an so viel Spaß gemacht. Naja, machen wir einfach weiter. Wer weiß, was jetzt noch kommt? Erin. Lavashock ist geil. Befreundete Diener fügt ein, feindliche Diener in das. Auch nicht schlecht. Die zwei mache ich mal. Ah, Schattenflamme auch. Ich will was Kleineres haben für den Anfang. Ist ja schön, dass wir es haben, aber ne? Inneres Feuer. Das können wir nicht sofort benutzen. Oder etwa doch. Setzt den Angriff eines Dieners auf einen Wert, der seinem Leben entspricht. So, Zug 1. Okay, vielleicht nicht. Obwohl, ist. Also, verstehe mich nicht falsch. Geile 2-Mana-Karte. Perfekt. Nur kann ich inneres Feuer nicht darauf benutzen. Verwenden. Cool. Dann spiele ich verflucht. Und los geht's. Das ist schon geil. Jetzt kann ich auch inneres Feuer einsetzen auf den instabilen Ghoul eventuell. Das ist komisch. Aber was soll's. Ja, komm, machen wir mal so. Hehehe. So, dann greifen wir natürlich an. Wir haben dafür ein zu starkes Board. Der muss klären, sonst hat er ein Problem. Verderbte Irrwische, Portal Silbermond. Ist auch nicht so schlecht. Gesegneter Champion ist natürlich geil. Biss ist auch nicht schlecht. Er hat eine Kopie des Verletzten. Uah. Interesting. Ich glaube, der macht ganz leer. Ja, macht da. Das macht da. Nee, Kids. Der hat 4. Also. Bab. Das ist in Ordnung. Das ist doof. Eigentlich. Lieber das hier. Dann hebe ich mir das auf. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Wir haben viele Geheimnisse. Ja. Oh, das ist fett. Ich kann aber sonst nichts spielen. Los geht's. Das ist ärgerlich.
Ich kann das spielen, ja, aber es bringt mir nichts. Das ist das Problem. Ich heb's mir auf. Dann kassieren wir jetzt eine Runde, dafür können wir in der nächsten Runde Blizzard einsetzen. Oh, wieso haben die alle Kampfrausch und ich habe einen Schwanz im Arsch? Ach, Kids, ey. So, das ist schon mal ganz nett. Ich würde aus dem gern Sport machen. Wieso habe ich keinen Sport? Klar, gönnt euch. Wie war das? Fühlt sich damit vor, Nina fügt allen Feinden Schaden zu, der seinem Angriff entspricht. Jopp. Wenn ein Charakter euren Helden angreift, greift er stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Jo, Hauptsache Monster umfällt. Baby. So, das ist jetzt schon mal ein Anfang. Das ist in Ordnung. Och, ist das dein Ernst? Wie fies. Wie fucking fies ist das denn? Jedem Helden 4 Schaden ist dämlich. Also, das kann ich nicht machen. Einem zufällig Verletzten, ja, okay, perfekt. Dann machen wir noch. Hihihi. Baby. This is how we roll. So, im nächsten Zug kann ich verderbte Irrwische machen, das macht Sinn. Das ist fies. Wie kommt es, dass unsere Gegner immer so Karten haben und bei uns, wir können Angriff verstärken, aber wenn wir kein Monster umfällt. Irgendwas passt hier nicht ganz. Wir haben doch eindeutig besser gespielt als der Lappen und trotzdem verloren. Wieso? Weil der dann im Endeffekt Karten hatte, die uns auf einen Schlag 10 Schaden gemacht haben. Das ist doch Kacke. Also, dann will ich aber auch so Karten, ne? Oder lass sie ganz weg. Ist okay. Scheiße. Kann ich alles nicht einsetzen am Anfang? Das eine schon, aber 4 Mana. Ja, ist auch nicht so viel besser. Das ist Bullshit. Gedankenspiel ist Kacke. Die hat doch gar keine Diener. Oh Mann, ist das ärgerlich. Jo. Nee. Ich sag's mal so, wenn er einen Diener spielt und in Zug 3 können wir die Wichtelexplosion machen. Theoretisch. Weißt du Bescheid? Cool. Dina stirbt. Willst du was kommen? Hauptsache ein Monster. So. Boah, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, weil das ist jetzt nicht unbedingt der beste 3-Mana hier, aber. Ne? Hoffentlich stirbt er nicht zuerst. Cool. So, macht ihn fertig, bitte. Oh, was kann er spielen? Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Vielleicht doch Glück? Vielleicht doch nicht. Ja, Okay. Aber was macht da ein oder zwei Schaden? Oh, drei meine ich. Refugee. Yay. Nicht die beste Karte, aber hey. das war irgendwie doof. Der hat doch noch der hat vorher besser angegriffen. Ne? Aber naja, was soll's, ne? Geht's. So. Cool. Ja. Das ist einfach irgendeine. Na, alles klar. Meine Varonid. Der verseuchte Homestere. So, was haben wir hier? Misch drei Rubinen von Hinterhalten das Deck aus Gegners. Wenn sie gezogen werden, ruft ihr jeweils einen Neruba 4-4 herbei. Sternenregen. Wow. Meine Favorite. Okay, genug davon. Puh. Das ist ganz schön räudig, ey. 5 Mana versaut. Wie verdammt ärgerlich das doch ist. Aber nicht schlimm. Das ist gar nicht tragisch. Das ist gar nicht tragisch. Zwei Schaden, Shitbaum. Wieder Macht vor Tentakel? Okay, dann werden wir doch Verwandlung machen, hab ich gehört. Ja, nee, das ist irgendwie sinnfrei. Mach mal so. Boop. 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 So, wir haben ein Monster am Feld, er nicht. Das ist alles. Das ist auch nicht schlecht. Kann man sich mal überlegen. Blutsauger könnten wir auch nächste Runde machen. Kostet ja nichts. Oder nicht viel. Blutsauger, Wichtelexplosion. Wäre jetzt meine erste Idee, oder? Unter dem Kolosseum Wichtelexplosion. Weil das da ist ja auch gut für den Long Run. Und hey, der hat nur noch 19 Karten in seinem Deck. Schildblock. Okay. Ich denke, ich mache jetzt erstmal die Wichtelexplosion, um zu sehen, wie viel es abzieht, und dann kann ich immer noch gucken, was von den beiden ich mache. Ja, toll. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Gut, dann mach mal das und das. Da war ich jetzt gar nicht so heiß drauf, aber hey. Oh, Rächer ist ganz geil eigentlich. Oh, Klassiker. Malkorok, hör mal. Willst du nicht auf meiner Seite kämpfen? Ich meine ja nur.
Dips auf Marco Rock. Cool. Ja, ist okay, sag ich mal. Ist ganz cool. So, lebendig begraben ist jetzt in unserem Deck der Marco Rock. Netter Kerl. Das sind Dämonen, ne? Ja. Das heißt, das da würde tatsächlich Sinn machen. Mana-Flut-Totem brauche ich auch jetzt nicht unbedingt. Klar, der zieht mir Karten, was nett ist, aber nachher gehe ich vor ihm aus. Ne, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Fuck you. Jo, okay. Das kriegen wir hin. Ooh, baby. Zucker. Zucker. Er hat ja jetzt den wirbelnden Nether schon gespielt. Kluger Kerl. Kluger Kerl. Aber es ist nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Wir haben nämlich Sternenregen. Schau an. Wir haben eine 4-3-Spinne. So, wir können immer noch das machen. Fügt einem Diener 5 Schaden zu, wenn das Ziel einem befreundeter Dämon ist. Erhält er stattdessen 5. Machen wir erst einmal. Das. So, bap. Dann würde ich sagen, mach mal das. Stopp. Okay, jetzt noch mal kurz überlegen. Dann machen wir das. Machen das. Und das klingt doch nach Spaß. Ja, oh, 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 King Crush. Guter alter Kumpel. Ah, ah, ah. Der König persönlich. Das ist mein Meisterwerk. Oh je, Kids. Der braucht ganz schön lang. Ich will doch nur gewinnen. Ah. Wir werden Sieger sein. Lebt, gib niemals auf. Beginn und dick und dünn. Okay, warte. Ah, das war einfach nur ein Verbindungsproblem. Ärgerlich. Boom, Bitch. Es ist der König persönlich.
So, das war's. Okay. Kriegen wir das hin? Was haben wir hier noch? Allen feindlichen Dienern. Für einen Diener, Diener. Alles nur ein Diener. Wieso haben wir nicht? Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach, aber nö. Hat er nicht gemacht. Oh, nee. Ernsthaft? Okay. Netter Kerl. Ah, oh, dann haben wir ja endlich doch gewonnen. Ich überlege mir sogar, ob ich vielleicht hiervon noch ein paar Runden mache. Kann ja nicht schaden, ne? Oh nein, 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 nein. Sorry. Ich gucke uns natürlich noch die Packung an. So. Schwing. Nö, 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 nö. Selten. Naja, das geht auch besser, ne? Aber was soll's, ne, Kids? Stell noch her. 9 gewöhnliche, wo kommen die denn her? Top. Mein Name ist Edwin und wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt Let's Play Hearthstone Kartenchaos. Bis dahin. Ciao.